Scheiße. Ist aber gerade im Zug reingelaufen und dann ist er direkt abgefahren. Ja, das war schon wieder so richtig knapp gewesen. So, ich bin hier angekommen. Und ich bin hier bei Ihnen hier angekommen. Du bist jetzt bei dem Affenschänder. Hier werden Nasenaffen geschändet und dann werden sie gegessen. Also natürlich werden sie hier vorher karamellisiert. Und ich rede jetzt aber nur von den Nasen. Die Nasenaffen können weiterleben. Ich will ja nur die Nasen, dann will ich die Nasen karamellisieren, frittieren und dann essen. Das ist der Grund, warum das alles hier überhaupt existiert. Die Sächsische Schweiz ruft. Und wir gelaufen jetzt alle gemeinsam zur Sächsischen Schweiz. Zur Sächsischen... Achso, nee, das durfte ich eigentlich nie öffentlich im Internet sagen. Ja, zur Sächsischen Schweiz. Hier, Power! Geprost! Diese dreckige Maske, die nervt mich. Er versucht durch Maske zu trinken. Leute, wir haben die letzte Haltestelle verpasst und wir sind eine Haltestelle zu weit gefahren. Und wir sind jetzt gerade hier in Schmielka Hirschmühle. Und das heißt, wir sind jetzt gerade in Tschechien. Und... Nee, wir sind noch in Deutschland. In Deutschland? Ja, wir sind noch in Deutschland. Ja gut, dann sind wir doch irgendwie an der Grenze. Sieht aber nicht mal nach Deutschland aus. Das wird unser Lagerfeuer, glaube ich. Kocht. Genau. Er bratet hier Zwiebel. Und hier sind diese Dinger hier. Industrieller Großranz. Ihr kennt diese Dinger hier, oder? Zucchini? Und diese, die dahinter sind. Ja. Helmut Hans ist schon wieder im Weg. Aber genau, das packt er jetzt rein, diese... Wie heißen die Dinger nochmal? Zucchini. Ja. Mit diesen Nudeln hier, die so viel Fett dran haben, von Packmaß her. Packmaß, ja. Die Flasche ist bald leer. Ey. Helmut! Aber das Fressen ist lecker. Also was kommt immer gut. Das freut mich. Ja. Helmut hat gekocht. Helmut hat gekocht. Ja, der Helmut. Ah, jawohl. Es beginnt. So, wir sind gestartet. Und wir laufen jetzt zum nächsten Biergeschäft. Und ich habe hier meinen überfetteten Müllsack. Also dieser Müllsack mit ganz viel Fett dran, der mich die ganze Zeit hier gestört hat. Den habe ich hier reingeschmissen.
Wir haben hier ein Penny gefunden und wir werden da jetzt Bier und nochmal Sachen kaufen gehen. Wir haben Bier und nochmal Sachen eingekauft. Und jetzt werden wir das einpacken. Guck mal, der Schänder hat eine Feuertonne gefunden. Ein aerodynamisch löchriger Feuerzylinderkamin, wie er im Buche steht. Und wir warten gerade auf den Bus, weil wir fahren gleich zu dorthin, wo wir gleich hinfahren werden. Der kommt gleich. So, wir sind gerade hier angekommen, wo wir hingefahren sind. Wir sind nicht hier. Und wir sind woanders. Heute jetzt laufen wir zu dort, woanders hin. Du langer Stricher. Ja. Machen wir ein bisschen Mucke hören. Ja, können wir machen. Bierpower. Hier unten liegt weißes Zeug rum, was mich mal schon mal so richtig belästigt hat. Und guck mal, ich bin in einen Dornenbusch reingelaufen und wisst ihr, wozu dieses weiße Zeug hier gut ist? Man kann das hier benutzen, um jetzt hier, damit der Bein hier abgekühlt wird. Damit das gefriert und somit der Heilungsprozess, weiß ich nicht. Einfriert. Ja, irgendwie so. So um den Dreh. Dieser Hügel da drüben, der sieht steiler aus. Der ist steiler als der aussieht. Und hier vorne ist nochmal dieses weiße Zeug, was mich in meinem Leben schon öfters belästigt hat. Guck mal, wir laufen jetzt gerade hier einen Weg mit Schwierigkeit. Hier, dieser Wagen ist irgendwie kaputt gegangen dabei. Dass der jetzt umsortiert werden muss. Es wird rübergetragen. Je weiter wir laufen, desto mehr. So, wir sind hier. Guck mal, hier vorne sind Felsen und wir sind hier an dieser Stelle angekommen, wo wir heute pennen werden. Und guck mal, wir werden hier erstmal ein bisschen Holz sägen und dann gleich Feuer machen. Wir sollen das Feuer stellen aus dieser voll verranzten Feuertonne, die der Schänder gefunden hat. Das fängt an zu brennen. Es brennt gut, das brennt vorzüglich. Perfekt. Das brennt perfekt. Besser funktioniert das nicht. So, der ist nicht fertig. Okay. Allererste Sahne. Ja, total. Feinstes Rohfleisch. Guten Morgen, ich bin wach. Jetzt wird, wie heißt das Ding? Frühstück gemacht. Achso, und wir haben heute unter diesen Vollfettfelsen gepennt. Und da sind ein paar Tropfen manchmal auf den Kopf gefallen. Von da oben. Das habe ich gemerkt irgendwie. Das hat sich lustig angehört. Frühstück ist fertig. Jetzt mal so ein kleiner Lagerfeuer machen, bevor wir zusammenpacken. Ja. Wir laufen gerade durch so ein Gebiet, wo hier dieses ganz viele weiße Zeug hier rumliegt, was mich schon öfters belästigt hat. Wir sind ein Stückchen von da hinten hergelaufen und jetzt erstmal Glühweinpause. Geprost. Glühwein ist fertig. Ja.
Ich hab mich ja bei der Zunge verbrannt. Das schmerzt. So, Helmut zieht sich die wechselte Schuhe von diesen Schuhen zu den Strandschuhen. Jawohl, und da das so gut geklappt hat, ja. Erstmal ein schönes Gipfelbier darauf. Bevor. Ist der schon da? Hä? Das war keine Busche gefahren, ich hab's noch gemacht. So, wir sind jetzt gerade hier unter einer Autobrücke. Oder vorbei. Ich glaube, da fahren auch Züge oben drüber durch. Genau. Und genau hier, das ist unser Schlafplatz für heute Abend. Richtig geil, oder? Das ist richtig klasse. Richtig perfekt. Mit da hinten mit Stadtausblick. Keine Ahnung. Also wir sehen das auf jeden Fall, aber mir doch egal, ob ihr das seht. Hauptsache wir sehen das da hinten, dass das da hinten wie wunderschöne Gebäude aussieht irgendwie. Und da drüben, da ist Fluss, da ist Wasser, wie heißt das Ding noch? Wie heißt dieses Wort nochmal? Es läuft aus. So, das wunderschöne Fräsen ist fertig. Guck mal, wir haben diese Temperatur jetzt gerade. Minus 0,5 Grad Celsius, was da drauf steht. Und so kalt war das ungefähr in der letzten, und ich glaube auch in der vorletzten Nacht auch gewesen. Plus, minus. Mit dieser Temperatur schlafen wir heute Nacht. Es ist kurz nach 5 und wir müssen jetzt sofort Sachen zusammenpacken zum Schließfach und dann zum Bahnhof. So, wir haben ganz flüchtig die Sachen eingepackt und jetzt sind wir auf dem Weg zu den Schließfächern und dann zum Hauptbahnhof auf dem Bahnsteig. Der Zug, der kommt bald. Wir haben nicht mehr so viel Zeit.